So, ein geiles Video habe ich noch, Digga. Und das hat mich auf jeden Fall vom Thumbnail schon mal geflasht, Alter. Neuer Ferrari angeblich, dieses Jahr noch. SF90 Stradale. Ach, schon wieder ein Hybrid. Lol, genau wie LaFerrari. Okay, gucken wir mal. Ferrari zeigt sein neues Hypercar. Und zu aller Überraschung ist das nicht einfach nur ein Oh, das ist quasi der Nachfolger vom LaFerrari, Alter. sehr schneller Supersportler, sondern auch der erste Plug-in-Hybrid aus Oh, ach scheiße, Mann, lass mich den nochmal angucken kurz. Ach, es gibt schon Fahrbilder, lol. auch der erste Plug-in. Oh, Alter. Von vorne sieht der, also die Lampen gefallen mir aber irgendwie gar nicht, ey. Hier oben sieht er aus wie ein LaFerrari und hier hinten sieht er wieder aus wie ein Enzo oder auch wie ein LaFerrari. Hybrid aus dem italienischen Rennpferdstall. Das bedeutet, den hier kann man auch an die Steckdose anschließen. Die Batterie reicht zwar nur für rein elektrische 25 Kilometer. Ah, ja, ist alles gewöhnungsbedürftig, aber scheppert schon irgendwie, ne? Ich muss aber mal, ich habe jetzt gar nicht zugehört, was der gelabert hat. Die Batterie reicht zwar nur für rein elektrische 25 Kilometer, aber für die Fahrt zum Bäcker kann man den roten Renner jetzt ohne schlechtes Gewissen nehmen. 1000 PS und 800 Newtonmeter aus insgesamt vier Motoren liefert das Hypercar. 1000 PS, aber vier Motoren hat er da drin, Alter. Digga, klatsch doch noch mehr rein. Mach auf dem Beifahrersitz auch einer am besten. Noch ein Motor. Macht bei 1570 Kilo ein Leistungsgewicht von 1,57 PS pro Kilo. Das ist nice. Wichtigster Bestandteil ist der stärkste V8 in der Geschichte der Marke. Der Turbomotor leistet 780 PS. Die übrigen 220 PS stammen von den drei Elektromotoren, zwei davon an der Vorderachse, der dritte zwischen Verbrenner und dem Achtgang DKG. Um die Kraft des Hybridantriebs auch entsprechend Jetzt weiß ich, Alter, warte mal, jetzt muss ich mal kurz googeln, Alter. Jetzt ist mir, glaube ich, eingefallen, woran mich da diese Front erinnert, ey. Warte mal. Ja, das ist die Front, Alter. Also nicht 100% natürlich, aber. Ach ja, verpiss dich mit deinem scheiß Datenschutz-Scheiße hier. Warum muss man das immer anklicken, ey? Uff, passe. Jetzt sag mir nicht, dass das anders aussieht hier. Das sieht doch genauso aus. Natürlich hat der andere Lampen, aber so generell, so die Form erinnert mich volle Lotte an das Auto hier. Aber volle Lotte. Finde ich schon sehr gleich. Auf die Straße zu bringen, ist der SF90 Stradale der erste Ferrari mit Allradantrieb. Zu all diesen Oh. Superlativen gibt es natürlich auch die entsprechenden. Warte mal, das stimmt doch schon wieder gar nicht, der erste, oder? Was hat er genau gesagt? Mit Allradantrieb. Kraft des Hybridantriebs auch entsprechend auf die Straße zu bringen, ist der SF90 Stradale der erste Ferrari mit Allradantrieb. Ist der SF90 Stradale der erste Ferrari mit Allradantrieb? Das war's komplett, Alter. Das stimmt doch schon wieder gar nicht. Die labern immer eine Scheiße, ne? Also, Autobild kannst du echt komplett in den Tunnel treten, ne? Zu all diesen Superlativen gibt es natürlich auch die entsprechenden Fahrleistungen. Aus dem Stand auf 100 km/h in 2,5. Lol, wie hängt denn das Pferd da hinten dran? Das Pferd hält den Spoiler hier so in der Mitte fest. Aus dem Stand auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und von 0 auf 200. 2,5 Sekunden ist Bugatti-Werte. Außer der Chiron, der schafft 2,4. 100 km/h in 6,7 Sekunden. Schluss ist erst bei 340 km/h. Eine ordentliche Ansage, aber immerhin verweist der Name SF90 ja auch auf den 90. Jahrestag der Gründung der Scuderia Ferrari. Da darf es auch ein bisschen mehr sein. Wer es noch heißer mag, kann sich auch noch für eine Sportvariante mit dem Namen Assetto Fiorano entscheiden. Ach so, da gibt's also von dem Hypercar mit über 1000 PS. Vier Motoren, 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Davon gibt es auch eine Sportvariante. Ach so. Namen Assetto Fiorano entscheiden. Spezielle Stoßdämpfer, Unterboden aus Carbon sowie Federn und Auspuffanlage aus Titan sparen dann nochmal 30 Kilogramm Gewicht. Ein weiterer Unterschied ist der Carbon-Heckspoiler, der 390 Kilogramm Anpressdruck bei 250 km/h erzeugt. Bestellbar wäre der SF90 wahrscheinlich ab sofort, aber es würde uns auch nicht wundern, wenn alle Exemplare schon vorab geordert und bezahlt wurden. Ja, logisch, der ist bestimmt schon wieder weg. Genau wie der. Das wird locker genauso sein wie der LaFerrari, Alter. Aber ich muss sagen, ich finde den LaFerrari immer noch schöner als das Ding, ne? Auf jeden Fall. Ich finde selbst ein Enzo hat irgendwie noch mehr Stil als das Moped. Aber okay, der wird trotzdem ausverkauft sein an diese ganzen reichen Scheichs, Alter. Und dann kannst du den Gebrauch wieder für mehr Geld kaufen. Also wenn der Wagen dieses Jahr noch rauskommt, Alter, könnte der ja auch in The Crew reinkommen, ne? Könnte. Ja.